Salve, wie betet man einen Rosenkranz? In den letzten Videos habe ich euch gezeigt, wie man sich selber einen Rosenkranz knüpft. Hier nun eine Anleitung, wie man den Rosenkranz richtig betet. Es gibt zwei Rosenkränze. Wir haben gesehen, es gibt den kleinen Fingerrosenkranz, wo wir einfach die 10 Perlen haben für jedes Gesetzchen und dann wieder neu beginnen. Oder es gibt den großen Rosenkranz, wo wir im Kreuz beginnen und dann durchbeten. Und wenn wir dann wieder zu diesem Mittelstück kommen, haben wir den ganzen Rosenkranz gebetet. Man beginnt den Rosenkranz mit dem Kreuzzeichen und den Rosenkranz in die Hand und beginne im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es ist auch schön, das Kreuz zu küssen, weil das Kreuz ist das Zeichen der Liebe Gottes, wo Christus uns erlöst hat. Dann bete ich am Kreuz das Glaubensbekenntnis, wo wir alle wichtigen Inhalte unseres christlichen Glaubens bekennen. Also ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und so weiter. Und dann kommt es Ehre sei dem Vater. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Bei der gelben Perle beten wir das Vater unser, dem Vater unser darauf achten, dass wir auch das Amen sagen. Erlöse uns von dem Bösen. Amen. Bei den drei folgenden Perlen hier beten wir drei gegrüßet seist du Maria und wir beten um die göttlichen Tugenden. Jesus Christus, der in uns den Glauben vermehre, der in uns die Hoffnung stärke, der in uns die Liebe entzünde. Und dann wiederum das Ehre sei dem Vater. Dann auch das Fatima-Gebet. Heuer gedenken wir 100 Jahre seit den Erscheinungen in Fatima im Jahre 1917. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Dann wiederum das Vater unser bei der gelben Perle und dann kommen wir bei diesem Mittelstück an, hier die Benediktusmedaille. Dann beten wir die 5 Geheimnisse. Es gibt den freudenreichen Rosenkranz, den lichtreichen Rosenkranz, den schmerzhaften Rosenkranz und den glorreichen Rosenkranz. Als Beispiel nehme ich den freudenreichen Rosenkranz nach dem Vaterunser, das erste Geheimnis. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und so beten wir 10-mal, bis wir zur gelben Perle kommen, dann wiederum das Ehre sei dem Vater, das Fatima-Gebet, O mein Jesus, und dann das Vater unser. Dann kommt das zweite Gesetzchen, wiederum das Gegrüßet seist du Maria, und jetzt, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Dann bei jeder Perle, das gegrüßet seist du Maria mit dem Geheimnis, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast, bis wir wieder zur gelben Perle kommen. Wiederum, Ehre sei dem Vater, Fatima-Gebet, Vater unser. Es kommt das dritte Geheimnis, den du, Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das wiederum 10-mal bis zur gelben Perle, wiederum, Ehre sei dem Vater, Fatima-Gebet, Vater unser. Es kommt das vierte Geheimnis, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wiederum 10-mal bis zur Vater unser Perle, hier wiederum das Ehre sei dem Vater, das Fatima-Gebet und dann das Vater unser. Dann kommt das letzte Geheimnis, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Die beten wir weiter, bis wir dann zum Mittelstück bei uns zur Benediktusmedaille kommen, dann wiederum das Ehre sei dem Vater und das Fatima-Gebet. Und somit sind wir haben den ganzen Rosenkranz gebetet und wir sind wiederum beim Mittelstück angekommen. Dann ist es auch schön, wenn wir hier noch ein Vaterunser und ein Gegrüßet seist du Maria für die Verstorbenen beten.
Dann beenden wir den Rosenkranz im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wiederum ist es schön, das Kreuz zu küssen und dann mit einem Gruß an die Gottesmutter den Rosenkranz zu beenden, wie Maria mit dem Kinde lieb uns allen deinen Segen gib. Oder Maria, Sitz der Weisheit, bitte für uns. Und so betet man den Rosenkranz, ein sehr schönes, altes Gebet, ein meditatives und mystisches Gebet, das eine sehr, sehr große Gebetswirkung hat. Das Gleiche können wir auch tun, wenn wir eben diesen kleinen Rosenkranz nehmen und jeweils beim Gesetzchen dann rumgehen und eben dann das Ehre sei dem Vater, das Fatima-Gebet und das Vaterunser hier beim Kreuz beten. Und das Glaubensbekenntnis und so weiter, das beten wir auch zuerst hier und dann eben immer fünfmal herum. Und so können wir auch mit diesem Fingerrosenkranz den ganzen Rosenkranz betrachten.